So, cool, dass du hier bist. Ich begrüße dich ganz recht herzlich zum heutigen Video. Ja, cool, dass du hier bist. Du müsstest mich kennen. Ich bin Philipp Baum und hier auf meinen Social Media Kanälen, das heißt YouTube, Facebook und Instagram, beschäftige ich mich nur mit dem Thema Zunehmen. Während du dieses Video hier gerade siehst, bin ich auf Barcelona oder in Barcelona, bei Barcelona, im Urlaub ein paar Tage mit meiner Freundin und ich nehme das Video heute Abend, also am Montagabend, auf am 17.09. Wir haben schon 21.04 Uhr und ich muss das Video jetzt gleich noch schneiden und ich muss das Thumbnail noch basteln, ich muss es noch hochladen und in weniger als 5, 6, 7, 8 Stunden fliegen wir schon los. Das heißt, das wird eine sehr kurze Nacht, aber ich habe versprochen, dieses Video noch zu bringen. Dass ich aber in Barcelona bin, heißt auch, dass es am Donnerstag kein Video geben wird. Es tut mir sehr leid, ich habe bis jetzt kein Video, vielleicht mache ich spontan jetzt mit dem Smartphone und lade es einfach mal hoch, ich weiß es noch nicht ganz genau. Jetzt aber sprechen wir über eine Frage, die ich bekommen habe unter einem der letzten Videos. Und zwar hat jemand gefragt oder hat eine Person gefragt, wie kann ich in 2 Wochen 5 Kilogramm zunehmen? So, und bitte entschuldige, dass ich jetzt kein Whiteboard aufgestellt habe. Normalerweise hätte ich mich vor das Whiteboard gestellt und hätte das ganz genau aufgeskizziert und geschrieben, wie das geht. Ich möchte jetzt von dir, dass du dir einfach mal einen Stift zur Seite nimmst und ein Blatt Papier, einen Notizzettel und einfach mal mitschreibst, was ich jetzt so sage, dir ein paar Notizen machst, damit du das gleich auch noch hinbekommst. Und ich habe hier einfach mal meinen Taschenrechner aufgemacht auf dem Handy und kann das Ganze auch nochmal mitrechnen, damit ihr genau wisst, was zu tun ist. Also, es gibt natürlich ein paar Möglichkeiten, innerhalb von 2 Wochen 5 Kilogramm zuzunehmen. Vorweg sei aber schon mal gesagt, dass es nicht das Gesündeste ist, so viel in so kurzer Zeit zuzunehmen. Und wahrscheinlich kann euer Körper auch in dieser kurzen Zeit nicht extrem viele Zellen aufbauen, weshalb ich nicht dazu garantieren kann, dass du innerhalb von 2 Wochen 5 Kilogramm Zellen aufbauen kannst. Wir fangen einfach mal mit dem ersten Thema an und wir machen das einfach mal ganz rein rechnerisch. Ich werde dir einfach mal zeigen, was es benötigt, um 5 Kilogramm aufzubauen. 5 Kilogramm Fett, davon gehen wir erstmal aus. Und dann werde ich dir im zweiten Schritt einfach mal erzählen, wie du das Ganze wirklich hinbekommen kannst und wie du so ein bisschen schummeln kannst, sodass du halt wirklich innerhalb 2 Wochen 5 Kilogramm mehr auf der Waage hast. Also, wir fangen einfach mal an. Und zwar müssen wir uns klar machen, 1 Kilogramm Fett ist ungefähr, ja, das ist immer so ein Richtwert, jeder Körper ist da anders, aber man kann ungefähr sagen, 1 Kilogramm Fett, Körperfett, benötigt 7000 Kalorien Überschuss und bei den Leuten, die abnehmen wollen, benötigt das natürlich dann 7000 Kalorien Defizit. Wir haben jetzt 14 Tage Zeit, also 2 Wochen, 14 Tage halt, Zeit, um diese 5 Kilogramm zuzunehmen. Das heißt, wir rechnen einfach mal 7000 Kalorien, die wir brauchen pro Kilogramm, mal 5 für die 5 Kilo, sind 35.000 Kalorien durch die 14 Tage. Das macht einen Überschuss von 2500 Kalorien am Tag. Und ich kann dir sagen, das ist nahezu unmöglich. Wenn wir davon ausgehen, dass wir eine ganz normale Person sind und da du dieses Video siehst und vielleicht sogar schon den Kanal abonniert hast, falls du das noch nicht getan hast, dann würde ich dir das einfach mal empfehlen, damit du nichts mehr zum Thema Zunehmen verpasst. Gehen wir einfach mal davon aus, dass du einen etwas erhöhten Kalorienverbrauch hast. Das haben wir meistens alle, die hier so zuschauen. Dann gehe ich einfach mal davon aus, du hast so ungefähr einen Verbrauch von 2.500, 3.500 Kalorien. Wenn du Mann bist, wahrscheinlich eher so Richtung 3.500, wenn du eine Frau bist, eher so Richtung 2.500 Kalorien. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir einen Überschuss am Tag von 2.500 Kalorien brauchen, müssten wir am Tag als Frau 5.000 Kalorien essen, als Mann 6.000 Kalorien essen und das wird schon echt heftig über 2 Wochen lang. Das war also der rechnerische Weg. Wie du dir aber wahrscheinlich vorstellen kannst, ist das nahezu unmöglich. Was sollten wir also vielleicht doch eher machen, damit wir innerhalb von 2 Wochen 5 Kilogramm mehr auf die Waage bringen? Und ich sage extra 5 Kilogramm mehr auf die Waage bringen, weil diese Sachen, die ich jetzt mit dir bespreche, nicht unbedingt das richtige Zunehmen sind. Denn 5 Kilogramm Zunehmen innerhalb von 2 Wochen ist mehr als ungesund. Das würde ich keinem empfehlen. Für 5 Kilogramm würde ich mir mal locker 5 Wochen Zeit lassen. Eher so 10 Wochen. Dann kann man maximal 1 Kilogramm pro Woche rechnen. Vielleicht eher 1/2 Kilogramm pro Woche. Das ist eher wahrscheinlicher. Also 1 Kilogramm in 2 Wochen. Das mache ich in meinen Kursen und meinen Leuten auch so. Das hat sich fürs Beste herausgestellt und wahrscheinlich ist es auch das Gesündeste. Was aber kannst du machen, um dir selber zu zeigen, dass es vielleicht doch funktioniert, innerhalb von 2 Wochen 5 Kilogramm zuzunehmen? Also das Erste, was ich machen würde, ist, ich würde mich, um einen Referenzwert zu bekommen, am Anfang morgens wiegen, ganz früh morgens auf nüchternen Magen, also das heißt aufstehen, ohne Klamotten, kurz auf Toilette und dann auf die Waage, so dass du wirklich so nüchtern wie möglich bist. Dann würde ich mich wiegen und dann würde ich diese Zahl mit der nächsten Zahl vergleichen. Und die nächste Zahl nimmst du am besten nach den 2 Wochen
abends, nachdem du dich richtig vollgefressen hast mit Klamotten, dann haben wir schon mal bestimmt 2 Kilogramm mehr. Der zweite Schritt ist, dass du am besten einen Überschuss fährst, der so hoch wie irgendwie nur möglich ist. Das heißt, du haust richtig rein in den nächsten 2 Wochen mit dem Essen. Vielleicht schaffst du ja sogar einen Kalorienüberschuss von 1000, 1500 Kalorien. Dann würdest du dadurch schon mal, ja, ungefähr 2 Kilogramm mehr wiegen, weil du da schon mal ein paar Zellen aufgebaut hast. Den dritten Punkt oder der dritte Schritt wäre, vielleicht ein bisschen Kreatin zu nehmen, beziehungsweise kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass du so schnell eine Wirkung davon hast. Kreatin bitte nicht falsch verstehen, das ist ein Supplement, also ein Nahrungsergänzungsmittel, das sollst du nur ergänzend nehmen und bitte nimm es nicht einfach so, wenn du keine Ahnung hast, sondern nimm es, falls du Sport machst, um im Sport mehr Energie zu haben, denn Kreatin braucht unser Körper, um es einfach mal runterzubrechen auf das Nötigste, um Energie zu gewinnen oder braucht er für seine Energiebereitstellung. Und der positive Nebeneffekt von Kreatin, dem sagt man das so bei, ich weiß nicht, ob es mittlerweile durch irgendwelche Studien belegt ist, ich bei mir selber merke es auch, man schwemmt so ein wenig auf, der Körper speichert ein wenig Flüssigkeit, ein wenig Wasser im Muskel und man schwemmt so ein bisschen auf und ich kann mir gut vorstellen, dass du dadurch vielleicht in 2 Wochen nochmal 0,5 bis 1 Kilogramm mehr wiegen kannst. Ganz wichtig, informier dich bitte, bevor du Kreatin einfach so nimmst, informier dich über die verschiedenen Formen von Kreatin, informier dich über die richtige Anwendung von Kreatin, informier dich, ob du das überhaupt brauchst, ja, denn es gibt auch viele Leute, die brauchen es überhaupt nicht. Sei also informiert und nimm es nicht einfach nur so und bitte informier dich einfach, damit du genügend trinkst und damit du deinen Körper nicht kaputt machst. Ja, das waren meine 3 Punkte, mit denen du es schaffen kannst, innerhalb von 2 Wochen 5 Kilogramm mehr zu wiegen. Es sei dir nochmal gesagt, dass es das nicht das Gesündeste ist und dass es auf jeden Fall nicht zu empfehlen ist. Wenn du es doch machen möchtest, dann liegt es bei dir. Aber bitte informier dich vorher noch über das ganze Thema genauer. Das waren einfach nur 3 kleine Gedanken, die ich mit dir teilen wollte. Ich möchte dir trotzdem mal kurz auf den Weg mitgeben, dass du dir vielleicht eher kleinere Ziele stecken solltest. Steck dir das Ziel, in einem Monat 2-3 Kilogramm zuzunehmen, vielleicht 4 Kilogramm, aber das ist auch schon das Maximum. Also maximal würde ich dir sowieso empfehlen, vielleicht einen Kalorienüberschuss von 1000 Kalorien am Tag zu fahren. Viel schneller oder viel mehr Zellen kann der Körper auch nicht aufbauen. Das heißt, mach dir klar, dass der Körper auch irgendwo seine Grenzen hat und viel mehr als 1000, maximal vielleicht 1200, 1300 Kalorien Überschuss kann der Körper eigentlich nicht wirklich brauchen, vor allem am Anfang nicht. Dazu braucht der Körper ein bisschen mehr Zeit, dass er versteht, dass er daraus immer wieder Körperzellen herstellen soll. Des Weiteren sei dir nochmal gesagt, dass du Kreatin auf keinen Fall ohne irgendwie Sport anwenden solltest. Und hierzu solltest du auf jeden Fall nochmal ein paar Videos dir angucken. Unterhalb habe ich dir wie immer alles Mögliche verlinkt und jetzt viel Spaß mit dem Outro. Cool, dass du das Video bis hierhin geguckt hast, hat mich mega gefreut. Ich habe jetzt was Cooles für dich vorbereitet und zwar mache ich momentan wieder eine Zunehm-Challenge, wo ich gerade hinter uns die letzten Inhalte für aufnehme und nächsten Monat soll es wieder eine geben, weil es so coole Ergebnisse gibt und du hast die Chance dabei zu sein. Ich habe dir unterhalb des Videos in dem angepinnten Kommentar und im ersten Link den Link dazu reingesetzt. Da kannst du draufklicken, kannst dich einfach mal kostenlos und völlig unverbindlich bewerben. Dann können wir zusammen quatschen, du sagst mir einfach, wer du bist und was du so vorhast. Und vielleicht passt es ja, dass du in der nächsten Zunehm-Challenge dabei bist, wo wir dann zusammen ein paar Kilogramm in einem Monat ohne Kalorien zählen zunehmen. Wenn du sagst, das wäre was für dich, dann klick einfach gleich nach dem Bewerten und nach dem Kommentieren oder nach dem Abonnieren vom Channel einfach mal unterhalb des Videos auf den ersten Link drauf oder in den angepinnten Kommentar auf den Link drauf und dann kannst du dich einfach mal bewerben. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, das hat mich mega gefreut und jetzt, wie gesagt, bewerte das Video gerne mit einem Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen, dann können wir Facebook und YouTube zeigen, dass das Thema relevant ist und im zweiten Schritt kannst du den Kanal noch abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, damit du nichts zum Thema Zunehmen verpasst und danach solltest du einfach mal auf den ersten Link draufklicken und dich völlig unverbindlich für unsere neue Zunehm-Challenge bewerben.